Hallo, ich bin Zoe und herzlich willkommen zu meiner Videolesung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, momentan geht es mir irgendwie, ich weiß nicht, komisch. Also einerseits bin ich sehr glücklich und sehr dankbar, also in Zeiten der Pandemie eben gesund zu sein und dass meine Familie gesund ist und dass es meinen Freunden gut geht und dass die auch gesund sind und ich eben auch. Ich merke, dass es nichts Selbstverständliches ist und dafür bin ich halt sehr dankbar. Und gleichzeitig ist da diese große Trauer und auch Wut momentan in mir, durch die Ereignisse der letzten Tage und Wochen, also durch die Ermordung von George Floyd, dass ich einfach, ja, als Mensch allgemein, aber vor allem natürlich als schwarzer Mensch oder als schwarze Frau unfassbar wütend und traurig einfach bin. Und dass es mich auch wütend und traurig macht, die deutsche Reaktion zu sehen oder die größtenteils deutsche Reaktion zu sehen, nämlich dass Rassismus ein amerikanisches Problem sei, was es nicht ist. Es ist ein weltweit strukturelles, globales Problem und dementsprechend auch ein deutsches Problem. Und wenn ich irgendwie an meine eigene Kindheit und Schulzeit zurückdenke oder allgemein Erfahrungen, die ich gemacht habe, so ich weiß nicht, ich bin in Berlin aufgewachsen, habe mein Leben in Berlin verbracht. Und ich wurde mit 5 das erste Mal mit dem N-Wort beschimpft. Es wurde sich lustig gemacht über meine Haare, über mein Aussehen. Ich wurde mit Bananenschalen beworfen. Ich wurde von der deutschen Bundespolizei andauernd irgendwie gefragt, was ich denn mache, was ich in Berlin mache, obwohl sie den Ausweis, meinen Ausweis in der Hand hatten, wo drauf stand, dass ich eben aus Berlin komme. Ich wurde beleidigt, ich wurde bespuckt, ich wurde eingekesselt, es wurden Affengeräusche gemacht. Also Rassismus ist kein amerikanisches Problem. Und es ist einfach traurig zu sehen, dass der Welt einfach momentan die Luft zum Atmen fehlt. Und sei es als Covid-19-Patient oder Patientin oder eben als schwarzer Mensch auf diesem Planeten. Das führt mich auch zu meinem Text. Das ist ein Auszug aus einem längeren Text und es geht um Mina. Mina ist 9 Jahre alt und sie ist schwarz und sie kommt aus Berlin und muss zur Schule gehen und erlebt eine von Rassismus geprägte Schulzeit und geht dementsprechend nicht gerne in die Schule, musste aber trotzdem natürlich hin. Und da steigen wir jetzt mit ihr ein. Alle sagen jetzt Psycho zu mir. Und ehrlich gesagt finde ich das besser. Ich bin lieber ein Psycho als die Schwarze. Aber das Problem ist, eigentlich bin ich ja beides, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau bin. Ich stehe vor der Klassenzimmertür und atme ganz tief ein und aus, so wie Tante Belinda das manchmal macht, wenn sie auf dem Boden sitzt und diese enge Hose anhat und Sport macht. Sie streckt dann ihre Beine in den Himmel und ihren Po nach oben und dabei atmet sie ganz laut und tief, denn Luft ist wichtig. Atme den Schmerz raus, Mina, sagt sie dann. Und dann soll ich mitmachen und ich strecke meinen Po nach oben, aber es ist anstrengend und ich kriege gar keine Luft mehr. Ich habe sogar viel weniger Luft als am Anfang und dann habe ich keine Lust mehr und esse Cornflakes. Ich weiß auch gar nicht, wie man Schmerz ausatmen soll. Das geht doch gar nicht. Aber das sage ich Tante Belinda nicht, denn ich glaube, ihr hilft das. Das und beten. Tante Belinda betet so viel und immer wenn ich da bin, muss ich mitmachen. Aber ich mag das eigentlich. Wir setzen uns dann an den Tisch und machen die Augen zu und Tante Belinda nimmt meine Hand und ich ihre und dann fängt sie laut an zu sprechen. Aber vielmehr mag ich es, wenn sie sagt, dass wir jeder für uns beten sollen. Dann ist es ganz ruhig und ich spüre nur ihre Hand in meiner und sie ist warm und es ist friedlich. Das Gebet ist mir eigentlich egal, denn Jesus antwortet mir ja eh nie. Aber Tante Belinda sagt, dass Gott kein Fastfood-Restaurant ist. Wir kriegen nicht sofort eine Antwort, die uns dann für den Moment ganz kurz gut tut, obwohl sie eigentlich verkehrt und falsch ist. Ich verstehe doch das nicht. Ist doch klar, dass Gott kein Fastfood-Restaurant ist, obwohl das lustig wäre. Dann könnte ich Pommes essen und alle meine Probleme wären weg. Ich wünschte, Gott wäre wie Fastfood. Ich wünschte, ich wäre weg. Ich atme und atme und dann mache ich meine Augen ganz fest zu und gehe in die Klasse. Ich weiß, dass es nicht so schlau ist, weil jetzt bin ich die Schwarze mit Perlen in den Haaren und Psycho. Und dass ich mit geschlossenen Augen in den Raum gelaufen komme, macht es bestimmt nicht besser. Aber mir egal. Wenn ich die Augen zu habe, kann ich sie alle nicht sehen. Mina, Herrn Schulzes Stimme klingt hart und streng, öffnest du bitte deine Augen und setzt dich an deinen Platz?
Du bist eh schon zu spät. Ich öffne meine Augen und setze mich an meinen Platz. Paula und Veronika kichern. Ich öffne meine Haare und verstecke mich hinter ihnen, aber dann fällt mir ja ein, dass sie zu kurz sind und dass ich das ja gar nicht mehr machen kann. Also lasse ich es. Herr Schulze steht an der Tafel und wir lernen Sachen über den Zweiten Weltkrieg. Das war damals, als Deutschland ganz böse war, weil es einen bösen Mann gab, Hitler. Der hatte einen ganz komischen Bart. So einen Bart, wie ihn Leroy machen würde. Das ist der Friseur aus der Kirche. Der macht immer ganz komische Frisuren und Bärte. Der rasiert die Männer dann immer so Muster rein, das sieht total merkwürdig aus. Aber alle in der Kirche sind sehr stolz auf Leroy, weil der war mal im Knast, weil der immer am Girlie stand und den Touristen Drogen verkauft hat. Ich war noch nie am Girlie, aber Mama sagt, da darf ich auch nicht hin, weil alles voller Dealer ist. Aber das ist voll gemein, weil ich habe noch nie einen echten Dealer gesehen. Außer Leroy natürlich. Aber das ist eben ja nur ein ehemaliger Dealer, also zählt das nicht so richtig. Leroy war im Gefängnis und dort hatte er eine Eingebung. Und Jesus kam zu ihm und hat ihm gesagt, dass er sein Leben ändern muss. Das ist unfair, weil ich bin immer artig und lieb und Jesus kommt überhaupt nicht zu mir. Vielleicht muss ich auch erst was richtig Böses machen, damit Gott kommt. Jesus hat dann zu Leroy gesagt, fang eine Friseurausbildung an. Und das hat Leroy dann auch im Gefängnis gemacht. Als er rauskam, hat er einen Salon eröffnet und den Leuten aus der Kirche die Haare geschnitten und so kleine Sachen reinrasiert, auf den Kopf oder in den Bart. Tante Belinda hat das gesehen und gesagt, so wie die aussehen, gehört er wieder ins Gefängnis. Aber die Kirche liebt ihn. Sie sagen, er ist ein Wunder. Ich wusste nicht, dass Wunder fette, schwarze Männer sind. Das war mein Text. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, ich achtet auf euch, passt gut aufeinander auf, tretet füreinander ein. Und es wäre schön, dass, wenn wir vielleicht irgendetwas aus dieser Pandemie mitnehmen könnten, dann wäre ein wenig mehr Menschlichkeit vielleicht nicht das Verkehrteste.